Liebe Zuschauer, bitte begrüßen Sie unsere ersten Halbfinalisten, die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Und ich habe die Startaufstellung beider Mannschaften für Sie. Borussia Mönchengladbach tritt mit folgender Elf an. Im Tor die 1 Franz Langhoff. Die 2, Leon Kempitz. Die 3, Noah Holschoppen. Die 4, Mika Hartmanns. Die 5, Luis Bayer. Die 6, Ricardo Grimm. Die 7, Alper Aslan. Die 8, Dehadil Sevani. Die 9, Justin Steinkötter. Die 11, Ali Abu Alfa. Und die 17, Ryan Adigo. Werder Bremen mit folgender Startelf im Tor, die 1 Luca Blockmann, die 4 trägt Christian Tag, die 6 Julia Grujew, die 7 Pascal Hackethal, die 9 Joshua Sargent, die 10 Pelle Hoppe, die 14 Trevor Svetslot, die 16 Justin Klaus, die 22 Jakob Lehmann, die 23 Jean-Manuel Pomp und die 27 Simon Straudi. Das Schiedsrichtergespann, angeführt von Hauptschiedsrichter Alexander Koppelt, an seiner Seite die Assistenten Bela Bendowski und Kajus Vorhang. Die 56. U19 Champions Trophy. Sie wäre nicht möglich ohne die Unterstützung unserer Sponsoren. Und ein besonderer Dank gilt da vor allem unserem Hauptsponsor, der CRB Antriebstechnik GmbH. Auch heute geht wieder Spielzeit 2x25 Minuten. Sollte es danach unentschieden stehen, folgt sofort ein Elfmeterschießen, um die Entscheidung herbeizuführen. Nein, nein, nein!
Thank you.
Thank you.
はい。
Auf vom Schiedsrichter Hoppitz nach 25 Minuten steht es zwischen Gladbach und dem Unentschieden 0:0.
Neyimiz geliyor ha? Bir şey içiyoruz baba. Die Mannschaft ist bereit für den zweiten Durchgang in diesem ersten Halbfinale bei der CRT 19 Champions Trophy. Spielstand 0:0 zwischen Gladbach und Bremen. Sollte es nach Ablauf der Spielzeit immer noch unentschieden stehen, geht es noch weiter mit Elfmeterschießen. Thank you.
Hey!
36. Spielminute, Spielerwechsel bei Werder Bremen vom Feld. Die 7 Pascal Hacketan, neu dabei, die 19 Bennett von den Berg. Thank you.
Das ist der Spielminute, nochmal Spielerwechsel bei Werder Bremen. Vom Feld gegangen ist die 4, Christian Tag. Neuer dabei die 21, Julian Riekmann. Thank you.
Spielerwechsel wird Borussia Mönchengladbach auf dem Feld, die 17, bei Marigo neu dabei, die 14, nämlich bei Raki. Und auch Werder Bremen tauscht nochmal Personal. Nicht mehr dabei die 10, Pelle Hoppe, sie spielt jetzt die 3 Henry Rohrig. Das war der Schlusspfiff nach 50 Minuten. Zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen steht es 0:0. Kurze Pause, und dann geht es direkt in die Entscheidung beim Elfmeterschießen. Im Anschluss das zweite Halbfinale. Dort treffen dann die japanische Hochschulauswahl und Huddersfield aufeinander. Thank you.
Ja, die Regeln des Elfmeterschießens muss man nicht wirklich erklären, aber wir wollen die Gelegenheit noch benutzen, an dieser Stelle gute Genesungswünsche an Gladbachs Nummer 9 zu schicken. Alles Gute, Justin Steinköpfer. Für Borussia Mönchengladbach.
erfolgreich. Die 8 Dehadil Shivani. Übernehmen verkürzt. Neuer Spielstand 3:2. Erfolgreich vom Bundesliga-Team Trevor Sweetwood. Durch die 14 Mehmet Bayraki. Aber sehen wir dann wieder im Spiel um Platz 3. Einmal wieder mit dem Päuschen, dann geht es weiter mit dem zweiten Halbfinale hier bei der CRD U19 Champions Trophy. Da haben die japanische Schulauswahl und Carlos Field aufeinander. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung unserer Sponsoren, Hauptsponsor ist die Technik GmbH. Und ein großer Dank gilt auch den weiteren Sponsoren. Und das sind Toyo Tires, die Sportstadt Düsseldorf, Henkel, das Sportland NRW, Lindner Hotels, die Stadtwerke Düsseldorf, GDL und der Vista. Wenn Sie drücken, schauen Sie.